Schuhe. Wir haben einen Chat-Kommentar von der Marina Marella. Und sie sagt, ich glaube schon an Verliebtheit auf den ersten Blick, aber nicht unbedingt Liebe. Ganz sehr genau. Schön. Also Liebe ist wieder ein ganz anderes Thema. Also Liebe ist dann vielmehr eben das, was gewachsen ist, wo man dann erkennt, wie bleibt das, was wächst dort weiter etc. Aber nicht so die unmittelbare Geflashtheit und Faszination vom Anfang. Was passiert denn mit uns so, wenn wir eben geflasht werden oder uns verlieben, so jetzt rein auf den Körper abgebrochen so? Ausschräge Sachen. Gell? Ja, schon. Also es ist wirklich so. Es ist nämlich effektiv im Sinn von, es ist wie ein Drogenrausch im Hirn. Also es klingelt alle Neurotransmitter, die wir nur im Hirn haben, und gibt Duschen über Duschen auf unseren Körper ab, von so völligen Drogenhormonen. Es wirkt auch wie ein Antidepressivum, also wie, wirklich wie so antidepressive Mittel, wo im Hirn wirklich so eine Überfüchtung machen, quasi, so dass wir eigentlich nur noch alles effektiv durch die rosarote Brille sehen. Also es ist dann auch so, man vernachlässigt soziale Kontakt, man wird zum Beispiel im Verkehr unvorsichtiger. Ah, ja. Und das ist zum Beispiel ein Teil, der relativ gefährlich wird. Also wir sind dann wirklich in einem Drogenrausch drin. Es ist uns relativ egal, was andere Menschen denken. Wir werden unvorsichtig bei der Arbeit. Es ist uns ein bisschen gleich, wie zuverlässig wir die Sachen machen. Alles so Sachen, die wirklich ist, wie wenn wir auf Drogen sind. Rein aus dem Körper, eben so das Thema Schnaufen, Puls, geht alles auf. Man hat viel mehr Durchblutung. Eben, typischerweise sagen die Leute, dann ist man speziell attraktiv, weil dann strahlt jede Pore. So eine Aura um so. Und das ist in der Realität so. Also wirklich, wenn man den Körper durchsucht, die Leute sind wirklich krass auf Drogen. Quasi, ja. Wir haben einen weiteren Kommentar, und zwar von der Marina Marella. So ein schöner Name. Und sie sagt, man sagt ja immer, die inneren Werte zählen, aber man schaut ja schon auf das Äußere. Total, das kann ich schon zustimmen. Also ich nehme mir gerade etwas vorweg, das ich durchaus zum Thema gemacht habe. Also so das Thema, in was oder wen verlieben wir uns. Ja. Und das ist natürlich schon so, quasi Attraktivität ist wichtig. Aber was heisst Attraktivität? Also wir stellen uns vor, so etwas, wo irgendwie so eine Einheitsgrösse ist. Das ist es nicht unbedingt. Also so etwas wie regelmäßige Gesichtszüge, das ist uns wichtig, aber zum Beispiel bei den Frauen ist wichtig eher so weiche Gesichtszüge, also typisch weiblich. Also wenn Männer jetzt Frauen anschauen? Genau, so, oder Frauen, die sich in Frauen verlieben. Ja. Genau. Und Männer also Männer wirken besser, wenn sie so klassisch mehr Testosteron haben. So mit dem Kanten, Jawline, genau. Genau, Kanten, eckiger. Barthaar dann irgendwann oder Anflug von Barthaar. Und das ist eben spannend, weil dort sind wir noch nicht viel weiter wie aus der Tierwelt. Also dort geht es sehr so um Fruchtbarkeitsthemen. Ja. Also eben, wer ist potenziell fruchtbar und in den verliebt man sich eher. Okay. Aber das ist eben nur der Anfang, weil allzu makellos darf ein Mensch nicht sein. Wieso? Sonst schreckt es uns wie ab, also dann geht er wie aus dem, aus dieser Skala raus. So. Genau. Und allzu weit von uns weg darf er auch nicht sein. Also wir setzen automatisch wie uns im Vergleich, setzen, dass wir dann uns überhaupt trauen, die Person anzusprechen oder nicht. Wieso kommt das, sie ist nicht in meiner Liga, zum Beispiel. Genau. Aber was auch lustig ist, eben dort geht es sehr um die Themen, dass wir uns dann gar nicht quasi trauen und eben vergleichen. Und dann gibt es aber auch Leute, die sich total falsch natürlich einschätzen. Also, was auch witzig ist, oder? Wenn man dann sieht, in beide Richtungen, also was dann durchaus auch unterhaltsam ist. Ja, genau. Ja, okay.